Hallo, hier ist euer Shadowbroker 80. Ich begrüße euch zurück bei Assassin's Creed. Die letzte Folge war ein bisschen länger gewesen, die 11. Hier in der 12. Folge machen wir der Schwanenweg nach Hause. Wir hatten ja in der letzten Folge den Anfang gesehen, plus die etwas längere Folge mit der Gegenwart, weil da ein bisschen hatte ich ein bisschen die Laptop-Sachen vorgelesen. Okay, Lancashire empfohlene Stärke 20, 160 hier oben in Lancashire, 20 in Quensbury, Renderbyshire. Das gehört dazu. Okay, das Lager Lancashire. Haben wir noch einen Ort? Hier oben. 250, 190, 160. 190, 190, okay. Ich wollte mal mir kurz nochmal die Karte angucken. Ach, hier unten geht es auch noch. Puh, 300. Eieieiei, 340, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch zwei Fertigkeitspunkte, die werde ich noch kurz investieren. Guck gerade, drei haben wir hier drin. Einen haben wir hier rüber. Wir haben, oh. Wir sollten hier noch ein bisschen ausbauen. Wie haben wir denn das hier gemacht? Eins noch rüber. Und dann hier in den Nahkampf. Und Weg des Bären haben wir jetzt noch drin. So, jetzt haben wir Stärke 30. Ist das Wasser kalt? Oh, endlich mal warmes Wasser und nicht so eine kalte Brühe. Wir werden uns mal verstecken. Wir werden auch die Tarnung aktivieren. Schupp. Wir werden mal hier ein bisschen gucken. Ein bisschen kundschaften. Was haben wir denn hier Schönes? Hier leuchtet doch was. Sind das Pilze oder... Ah, Pfeile. Pfeile sind immer gut. Pfeile kann man immer gebrauchen. Vorräte sind voll. Hier sind noch ein paar Pfeile. Köcher ist voll. Aber wir könnten die einmal upgraden. Fällt mir gerade ein. Kosten wir uns 100 Leder, 50 Herz. Machen wir mal. Okay. Hier brauchen wir 300 Erz. Okay. Ich habe hier auch noch die auf Stufe 3 alle geupgradet. Alle Sachen. Auch das Schild. Der Köcher ist nicht voll. Wir haben... der Köcher ist voll. Okay. Nochmal. Ja. Der ist voll. Mal kurz in den Inventar gucken, wie viele Pfeile wir haben. Wir haben 26... Leichte Pfeile, Jagdpfeile 18, Raubtierpfeile haben wir 8 nur und Mahlzeiten können wir bis jetzt nur 2 tragen. Okay. Dann werden wir uns mal da langschleichen. Ich sehe da oben schon eine Wache. Der reitet doch irgendwas. Schön langschleichen. Wir versuchen es diesmal in Stealth-Modus zu erledigen. So. Ja, erste Posten ist ausgeschaltet. Oh. Diesen Wachen entgeht nichts. Dann gehen wir hier mal nach oben. So, dann gucken wir erstmal. Hier unten sind zwei Wachen. Irgendwo noch eine Wache auf dem Dach oder sowas. Also da hinten sind auch nochmal zwei Wachen in einem Haus. Sie versuchen die ja fast alles. Ich hörte von Leuten, die gekochte Fuchsgalle verabreicht bekamen. Aha. Bei Lepra ja gut, aber bei Durchfall... Dachsgalle und gekochte Fahne. Hm. Wir müssen wieder zu altem Wissen zurückfinden. Ich rufe auch immer sicherheitshalber noch Odin an, nachdem ich Egel angewendet habe. So. Eine Woche weg. Und zieh mal schnell.
Na komm. Was geht da vor sich? Na komm her. Trau dich. Was soll denn das? Ja, hier ist ein Vögelchen. Na komm. Oh, komm, trau dich ins Gebüsch. Hast du dich in die Sträucher verkrochen? Ja. So. Wieder eine Wache weg. Eine Dänin ist hier! Scheiße. Mist, aber auch ich wollte den Enkel schön. Ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. So. Und plündern. Flussblockade. Nachdem wir einige Versuche durchgeführt haben, konnten wir feststellen, dass die Seekette selbst die robustesten dänischen Langschiffe standhalten werden, solange der Mechanismus intakt ist. In den kommenden Monaten werden wir einige weitere dieser Ketten über Flüsse spannen, die landeseinwärts führen. Und dies ist unser bester Schutz gegen die Überfälle, daher ist es von äußerster Wichtigkeit, dass sie gut gewartet und jederzeit einsatzbereit sind. Jegliche Beschädigungen, Störungen, Vorrichtungen müssen unverzüglich gemeldet werden, okay? Na, Vorräte gefunden. Okay. Was haben wir hier? Titan habe ich gefunden. Okay. Und guck mal, da sind ein paar Ratten. Hier oben ist auch noch eine Wache. So, auch erledigt. Okay, da ist die Kette irgendwie dran. Ne? Hier mit einem Bogen drauf schießen, ja. So. Und hier auch nochmal. Erledigt. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg. Zurück zum Schiff! Ja. Wir sind fast da, sofern es keine weiteren Überraschungen gibt. Klepp mal hier unten. Gucken, ob hier noch was. Ob hier irgendwas zu klauen ist. Die kleine Shadowbroker ist mal wieder stibitzen. Hier ist, kann man nichts nehmen. Auch nicht. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen stibitzen ist immer was Gutes. Aber hier das erste Inselding war ja. Okay, dann geht's hier mal weiter. Ganz ruhig. So, und weiter geht's. Setzen wir uns mal auf unseren Pipöchen. Sigurd, komm. Sigurd, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Okay. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es half dann, Uba und Ivar, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was da? Und er kann sich glücklich schätzen.
Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Macht die ganze Zeit auch Panorama an sich? Neues Gebiet entdeckt. Quensburgshire oder wie bla. So, wir rudern vorsichtig ran. Denk, irgendwas stimmt da nicht. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Dag und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Was seid ihr denn für Vögel da, ey? So, legt an, Leute. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Dark, Eivor, ja. Zu mir. Ja, ja. Ich mach immer nebenbei, wo wir mit dem Schiff gefahren sind, auch die Panorama-Ansicht. Gucken wir mal, ob die Quest jetzt abgeschlossen ist. Ah, jetzt kommt wieder ein Videoschirm. Jetzt kommen die Nordmänner und klatschen euch. Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Töten wir sie! Tötet die heidnischen Hunde! Du hast bekommen, was du wolltest, Sigurd. Ich fühle mich wie Tata! Ihr habt euch auf die Leben und habt sie verstreut, Ragnar! Es ist fast geschehen! Oh, Kopf ab! Ja. Oh, der hat einen Stab. Feigling. Was ist ein Feigling? Ja, was hast du davon? Du hast Kopfschmerzen dafür. Boah. Noch einer? Ja, hier ist noch einer. So, ein bisschen Futter holen. Hier noch einer. Da ist noch einer. Der hat aber ein cooles Schwert. Wieso soll ich dir denn von Leib? Für das Langhaus. So. Das war wieder eine Folge. Ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt gerade schon wieder in der nächsten Quest angelangt.
Wir sollen die ungebetenen Gäste verjagen. Also, was machen wir jetzt noch? Wir gucken erstmal hier nach Loot. Hier drüben liegt nur Abfall. Eine Schweinerei. Und sollen wir... Ach, da oben, okay. Hier oben irgendwas drin? Nee, hier ist auch nichts. Ja, nichts zu sehen. Dann gehen wir mal ins Langhaus. Müsste ja wieder typischerweise das Dach erreichbar sein. Wenn das Spiel immer leicht Langhäuser baut. Nee, diesmal nicht. Komm runter. Ja, fall noch da runter. Kann man das hier aufschließen? Nee. Dann laufen wir einmal hier rum und guck mal, wo hier der Eingang ist. Ich weiß, ich bin an der Tür vorbeigegangen. Sigurd, Dag, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Hä? Lausiges Essen für lausige Kämpfe. Hier oben rein. Erstmal hier gucken, ob hier irgendwas ist und wert. Ja, alles wertlos hier in dieser Hütte. Und da ist ein Eingang. Ihr da, bindet uns los. Lasst uns gehen und wir tun euch nichts. Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln, aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Fornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Hm? Was ist denn jetzt wieder los? Die anderen sind da. Kommt! Ach, die anderen, okay. Hab mir schon Sorgen gemacht. Ich habe hier ein gutes Gefühl.
Werte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Gunnar, der Schmied, okay. Von Sigurd. Mal gucken, was ich aus der Siedlung gleich mache. Aber das kommt dann in der nächsten Folge. Wir warten jetzt nur noch kurz ab, bis diese kleine Frequenz zu Ende ist, die Quest abgeschlossen ist. Und hoffen mal, das Spiel stürzt diesmal nicht ab, wie davor. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Randvi. Randvi. Sigurd, das ja. Ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Ach, na doch. Na, ob ich mir das merken kann. Hrefnatorp. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils Notizen, Teile von Plänen, alte Briefe, Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. Okay. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen weg. Das ist Quatschen, ich war von den Bienen. So, wir haben nochmal 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Die werde ich jetzt hier in den anderen Baum investieren. Gleich. Haben wir hier Nahkampfwiderstand. Schleichen. Sieht doch schon mal gut aus. So. Okay. Damit haben wir wieder eine Folge geschafft. Hrefnatorp ist jetzt gekundet. Unsere Hauptsiedlung. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Däumchen nach oben dalassen. Über ein Feedback würde ich mich natürlich auch freuen. Auch wenn es negativ sein sollte. Verbesserung kann man immer machen. Okay, das war euer Shadow Broker 80. Ciao, ciao.